Viele Menschen können einfach nicht mehr, haben keine Kraft mehr, egal welche Maßnahmen beschlossen werden, sie tragen sie nicht mehr mit. Und dann gibt es noch die, die niemand mehr erreichen kann, die ihre eigenen wirren Theorien haben, die auch zur Gewalt bereit sind. Ja, auf den Straßen eine Mischung aus all dem. Gestern Abend fast 100.000 Demonstranten in ganz Deutschland, in mehr als 50 Städten mittlerweile. Ja, in Magdeburg, in Nürnberg, in Leipzig, in Fulda. Ganz genauso in Braunschweig, in Rostock, in Neubrandenburg. Ja, Weimar, Erfurt, Altenburg, Saalfeld, Gera und. Lichterspaziergang oder Kundgebung oder Schweigemarsch heißt so etwas dann. Und in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen kam es zu Ausschreitungen. Und wir stehen jetzt gerade 3 Tage vor dem nächsten Corona-Gipfel, der eine ganz große Frage hat. Geht bald ganz Deutschland in Quarantäne? Jedenfalls droht das Millionen Deutschen und zwar gleichzeitig. Denn wenn Sie Kontakt hatten zu einem Omikron-Infizierten, dann heißt es derzeit noch ab in die Quarantäne. Omikron breitet sich immer schneller aus. Hoch ansteckend, aber eben auch deutlich milder als andere Corona-Varianten. Dennoch droht beim jetzigen Regelstand Quarantäne für 14 Tage. Um den Quarantäne-Super-GAU für die kritische Infrastruktur in Deutschland zu verhindern, also für Polizei, Feuerwehr, Verwaltung und Wirtschaft, wird nun die Halbierung der Omikron-Quarantäne gefordert. Also nur 7 Tage statt 14 Tage. Aber das soll nur für doppelt Geimpfte und Geboosterte gelten. Ein weiterer Bonus für doppelt Geimpfte und Geboosterte, sie sollen sich künftig bereits nach 5 Tagen freitesten können. In Frankreich gilt seit Montag bereits die neue 7-tägige Quarantäneregel für vollständig Geimpfte. In den USA kommt die Verkürzung zumindest für das Gesundheitspersonal. Und in Großbritannien gilt für alle Corona-Infizierten nur noch 7 Tage Isolation. Allerdings muss der Schnelltest an Tag 6 und 7 negativ sein. Ja, also strenge Quarantäneregeln immer noch. Andere Länder haben das längst geändert. Das kann auch bei uns nicht so bleiben. Das sagen jetzt immer mehr Politiker und Experten. Sonst liegt bald das ganze Land lahm, obwohl die allermeisten gar nicht krank sind. Die Quarantäne könnte also verkürzt werden. Und das will zum Beispiel Ralf Spiegler, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Die Infrastruktur muss funktionieren. Und wenn ein Weg ist, dass man medizinisch vertretbar Quarantänezeiten verkürzt, dann sollte man genau das tun. Also neue Quarantäneregeln und zwar Quarantäne verkürzen oder gleich ganz weg damit mit der Quarantäne, fragen wir die Experten, nämlich unseren Bild-Expertenrat mit dem Top-Virologen Professor Klaus Stöhr, mit dem Kassenärztechef Andreas Gassen und Stefan Kotz, dem Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Ihnen allen schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Fangen wir schnell bei Ihnen an, Herr Professor Stöhr. Muss die Quarantäne bei Kontakt mit einer Omikron-Person komplett wegfallen? Quarantäne wie andere Maßnahmen zur Reduktion der Virusverbreitung müssen sich an die Situation anpassen. Je nachdem, wie lange das Virus ausgeschieden wird, wie hoch eine Person infektiös ist. Und so muss man auch die Maßnahmen über den Verlauf der Pandemie anpassen. Und die Zahlen und Fakten sind da jetzt eigentlich klar, zwar nicht aus Deutschland, aber aus den umliegenden Ländern sind immer mehr Menschen infiziert, immer milder. Es gibt auch sehr gute Daten jetzt aus den USA, wie wenig Kinder betroffen sind, fast nur weniger als Erwachsene. Aber wie anpassen? Wir sehen ja auch, komplett weg oder verkürzen? Wofür würden Sie aktuell plädieren, Herr Stöhr? Ich würde mich ja gern wiederholen. Wir brauchen einen Stufenplan, einen, der sich anpasst, eskalierend an die entsprechende Situation. Es ist ja nicht so, dass man den linken Straßenrahmen gleich in den rechten Straßenrahmen fährt. Die Immunität schaltet sich auch nicht an oder aus, sondern man muss hier adaptieren. Und das heißt für mich erstmal natürlich für die Geimpften keine Quarantäne mehr, wenn sie Kontakt hatten. Haben die Franzosen sehr gut vorgemacht. Die haben noch eine extra Stufe eingeschaltet. Die müssen sich dann noch hinterher testen. Und das muss man auf allen Ebenen so umsetzen. Natürlich ein bisschen vielleicht stärker noch in den Krankenhäusern, weil es um den Schutz der Vulnerablen geht. Aber auf den entfernteren Bereichen, gerade in den Schulen, hören wir jetzt wieder, dass die grünen Politiker fordern, dass 3-mal pro Woche getestet wird, ohne eine Zielstellung zu geben, ohne die Indikatoren vorzuhalten. Also ja, die Quarantäne und die Kontaktbeschränkungen müssen angepasst werden. Es muss auch zum Konzeptwechsel kommen in den Gesundheitsämtern. Die können ja nicht mehr alle Kontakte nachverfolgen, das ist ja auch schon seit langem klar, aber man müsste jetzt die Ressourcen besser umlegen, vielleicht um die Alten und Pflegeheime noch besser zu unterstützen, auch um die Schulen zu unterstützen, die Systeme besser anzupassen, die Kinder noch mehr zu entlasten und darauf sich einzustellen, dass das Virus eben weitläufig zirkuliert. Also ja, unbedingt die Kontakte
Kontaktreduktion anpassen, Konzeptwechsel, Quarantäne auch reduzieren, entsprechend der epidemiologischen Situation. Also ein Stufenplan, Herr Dr. Gassen, käme das auch für Sie in Frage oder würden Sie vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass man die Quarantäneregelungen im Zweifel, auch das steht ja zur Diskussion, teilweise ganz abschafft? Also ich bin da bei Professor Stöhr. Ich glaube, die Quarantäne grundsätzlich abzuschaffen wäre, glaube ich, nicht sachgerecht. Also bei Infektionen, nachgewiesenen Infektionen einer Person macht es sicher Sinn, dass die einen Zeitraum zu Hause bleibt. Der muss sicherlich jetzt neu überdacht werden mit Omikron und der muss sicherlich auch anders sein für doppelt Geimpfte und Geboosterte als für Menschen, die nicht geimpft sind, was sich ja halt auch im Krankheitsgeschehen abzeichnet. Aber dass zum Beispiel eine Quarantäne für geimpfte Kontaktpersonen eines Infizierten automatisch verhängt wird, ist sicherlich nicht wirklich adäquat. Und zum anderen kommen wir zu einer völlig unüberschaubaren Menge nachher von Personen, weil eben Omikron offensichtlich deutlich ansteckender, glücklicherweise wohl auch deutlich weniger krankmachend ist. Also hier muss man sicherlich anpassen und das kann darin bestehen, dass man die Quarantänezeit verkürzt, analog wie in anderen Ländern. Ob man das berufsgruppenspezifisch macht, das finde ich ein bisschen schwierig. Also entweder gibt es einen medizinischen Grund, das zu verkürzen, dann gilt der eigentlich für alle. Und es muss natürlich Selbst- und Fremdgefährdung auszuschließen sein. Wundern Sie sich, Herr Gassen, ein bisschen über die Regelung aktuell beim FC Bayern? Da gibt es einen Fall nach dem nächsten und trotzdem ist das restliche Team im Moment noch auf dem Trainingsplatz und am Freitag wahrscheinlich auch im Spiel gegen Gladbach. Oder ist das FC Bayern-Modell ein Modell zum Beispiel für alle Arbeitgeber und für alle Schulklassen, dass eben nur noch der Manuel Neuer in seine Quarantäne muss, wenn er Corona-positiv ist, aber der Rest der Bayern-Schulklasse wieder spielen und arbeiten darf? Also im Grundsatz wäre das sicherlich sinnvoll. Man kann sich ja, hat sich in der Vergangenheit ja schon das eine oder andere Mal gewundert, dass es zwar Fußballprofis gibt, die ungeimpft spielen durften, auf der anderen Seite aber in weiten Teilen der Bundesrepublik Kinder und Jugendliche nicht ungeimpft am Sport teilnehmen. Also das sind natürlich absurde Regelungen. Aber die grundsätzliche Frage, wer muss in Quarantäne, glaube ich, kann man schon so beantworten, dass das für Infizierte natürlich gilt, wie lang dann auch immer. Aber für Kontaktpersonen mit negativen Tests ist es ziemlich sinnfrei, denke ich. Oder das Quarantänemuss auf den Malediven, das könnte man sich vom FC Bayern vielleicht auch abschauen. Was für wirtschaftliche Folgen könnte das Ganze haben? Wie sieht's aus? Wir reden immer davon, dass die kritische Infrastruktur, dass wir die schützen müssen. Aber dennoch geht es ja um die gesamte Wirtschaft. Wenn jetzt zahlreiche Menschen in Quarantäne müssen, manchmal geht man sogar von Millionen aus, Herr Kotz, was würde das für die Wirtschaft bedeuten? Ja, dann hätten wir ganz klar wieder einen stärkeren Einbruch zum Jahresauftakt, als wir ihn ja ohnehin jetzt erwarten. Wir gehen davon aus, dass wir über das gesamte Winterhalbjahr eine rückläufige wirtschaftliche Entwicklung haben werden. Nicht dramatisch, aber doch erkennbar rückläufig. Und darin ist aber eben nicht berücksichtigt, dass wir jetzt so eine Massenquarantäne hätten. Das käme ja einem partiellen Lockdown gleich und dann hätten wir wieder einen stärkeren Einbruch im Auftaktquartal. Generell sollten wir bei dieser gesamten Debatte nicht vergessen, was denn eigentlich unser Ziel ist. Unser Ziel ist ja, die Kapazitäten des Gesundheitswesens nicht zu überlasten. Und solange wir dort nicht in die Bedrohung kommen, sollte man dann mit allzu drastischen Maßnahmen auch eher vorsichtig sein. Wir haben ja das teilweise sogar schon in einigen Landkreisen wieder. Bei Ihnen in Schleswig-Holstein, Herr Kotz, in Dithmarschen hören wir heute zum Beispiel plötzlich sprunghaft angestiegene Inzidenz, weil da am 18. Dezember es eine große Disco-Veranstaltung gab in Meldorf. Jetzt schnellt die Inzidenz da hoch und plötzlich sind ganz viele Menschen dort in Dithmarschen auf einen Schlag in Quarantäne. Zack, der Landkreis in Teilen plötzlich lahmgelegt. Was kostet das dann so ein Landkreis oder ein Bundesland oder anschließend auch Deutschland? Was kostet das an Jobs? Also an Jobs wird das erstmal vermutlich nichts kosten. Zunächst fallen eben die entsprechende Wertschöpfung aus. Das ist natürlich für die Betroffenen bitter. Aber so seltsam es klingt, am Arbeitsmarkt werden diese Maßnahmen vergleichsweise, da muss ich allerdings unterstreichen, vergleichsweise glimpflich vorbeigehen, weil es eben absehbar temporär ist. Mhm. Das heißt, die Unternehmen haben eben die Aussicht, dass sie, nachdem diese Pandemie vorbei ist, wieder in ihre bisherigen Geschäftsmodelle zurückkehren können und dort auch wieder Geschäfte machen können. Das steht nach wie vor. Es ist nicht so, dass die Pandemie die Wirtschaft völlig umstülpt, sondern im Gegenteil, alles drängt ja wieder zur Normalität. Die Menschen wollen wieder genau die
Dienstleistungen konsumieren, die sie auch schon vor der Pandemie gewohnt waren. Das wissen auch die Unternehmen und werden deshalb alles dafür tun, also am Markt zu bleiben. Jetzt wäre es eben die Aufgabe der Politik, auch hier mit den entsprechenden Unternehmenshilfen dafür zu sorgen, dass sie diese Zeit auch überstehen können. Das ist das Entscheidende. Die kurzfristigen Ausfälle an Wirtschaftsleistung, die muss man dann hinnehmen, wenn andernfalls der Gesundheitsschutz zu sehr benachteiligt würde. Jetzt tagt ja nicht nur heute hier unser Expertenrat hier jetzt gerade bei Bild Live, sondern auch der Bundesregierung und gibt dann seine Empfehlungen für Freitag ab, für die Ministerpräsidentenkonferenz. Herr Professor Stör, wenn Sie einen Satz hätten, den Sie mitgeben könnten, der auf diesem Papier stehen sollte, der direkt an die Bundesregierung als Empfehlung weitergegeben wird, welcher Satz wäre das? Ziele definieren, Indikatoren und Parameter festlegen, Alternativen evaluieren, entscheiden und danach messen, wie erfolgreich man ist. Also in Deutschland, glaube ich, hat man immer das Pferd oder häufig das Pferd von hinten aufgezäumt. Genau zum Beispiel jetzt bei der Impfpflicht, die man diskutiert. Da hat man nicht die Fragen gestellt, welches epidemiologische, wirtschaftliche, gesundheitliche, soziale Ziel wollen wir dann erreichen, sondern hat gesagt, wir wollen jetzt eine allgemeine Impfpflicht machen. Ja, ist das gut oder nicht? Was sind dann die Alternativen? Hat man die evaluiert? Also ich glaube, der Expertenrat muss endlich auch in seinem Prozess der Entscheidungsvorbereitung und der politischen Entscheidungsfindung, die sie ja unterstützen, von diesem normalen, didaktisch klugen Prozess der Entscheidungsfindung ausgehen. Und da würde ich mir wünschen, dass eben solche Alternativen entwickelt werden, dass man auch nach den Vorteilen und Nachteilen schaut, die Kollateralschäden evaluiert und nicht jetzt immer wieder nach ein und derselben Sache ruft. Ein bisschen ist der Ruf jetzt, wenn ich das sagen darf, nach Quarantäne weg, nach Endung, Ende der Quarantäne oder Wechsel, ja auch so ein bisschen dieser Diskussion geschuldet. Eigentlich wäre die richtige Frage, wie ist die epidemiologische Situation und wie ist die Krankheitslast in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, wie ist das Gesundheitswesen und welche Anpassungen müssen vorgenommen werden. Also man sucht sich erst die Stellschraube, an der man dreht, wenn man weiß, welches Ziel hast und wie die allgemeine Situation ist. Hier gibt es die Stellschraube Quarantäne, ändern und Kontaktbeschränkungen reduzieren. Ja, wie machen wir das? Also das ist meines Erachtens die falsche Herangehensweise. Jeder großen Firma würde man sagen, ja, macht eure Hausaufgaben erst, bevor ihr mit euren Empfehlungen. Ja, Ursache dafür könnte sein, dass das Evaluieren, das Messen so schwierig ist, weil man nicht die richtigen Zahlen hat, Herr Gassen. Was ist Ihre Erwartung jetzt an die Bundesregierung, wie sie dieses Zahlendesaster aufräumt? Also, sodass wir vielleicht hoffentlich Ende Januar mal wieder richtige, realistische Zahlen anbieten können. Ich weiß selber gar nicht, wann wir wirklich realistische Zahlen hatten. Also ich habe meine großen Zweifel, dass wir ein wirklich reales Bild der Infektionslage über die letzten 2 Jahre durchgängig hatten. Das ist auch nichts, was man jetzt in ein paar Tagen ändern kann. Das hängt an veralterten Strukturen, das hängt auch an insuffizienten Bindegliedern in diesen Strukturen. Das muss man nach der Pandemie oder auch jetzt beginnen zu ändern, damit wir in Zukunft da besser aufgestellt sind. Wichtig ist, glaube ich, noch, die Zahlen sind ja nur das eine. Wir müssen uns, glaube ich, tatsächlich wieder auf die ursprünglichen Ziele fokussieren. Es geht ja und wird und kann vielleicht bei Omikron auch gar nicht mehr darum gehen, möglichst jede Infektion zu verhindern. Das war ja mal, einige Experten haben das ja mal als Ziel ausgerufen. Es geht ja um 2 Dinge. Wir wollen versuchen, schwere Erkrankungen tot zu verhindern und das Überlasten des Gesundheitssystems nach Möglichkeit zu verhindern. Wenn diese beiden Ziele erreicht sind, glaube ich, kann man insgesamt etwas gelassener werden, insbesondere bei einer Virusvariante, die hoch ansteckend, aber offensichtlich nicht so gefährlich ist. Und ich denke, danach müssen sich auch die Maßnahmen ableiten. Und die Zahlen und Datenlage, das ist etwas, was wir grundsätzlich verbessern müssen. Wir haben zum Beispiel bis heute ja noch Schwierigkeiten, die Impfmeldedaten, die die Kassenärztliche Vereinigung erheben, über eine Schnittstelle ans RKI zu übermitteln, weil es diese Schnittstelle nicht gibt. Also hier sind ganz viele Hausaufgaben zu machen. Das muss auch fortgesetzt werden, wenn die Pandemie dann zur Endemie wird. Aber daher würde ich mich auch nicht völlig sklavisch an den Zahlen festmachen, was die Neuinfektion angeht. Für mich sind viel entscheidender, wie viele Menschen liegen auf Intensivstationen, wie viele liegen in den Krankenhäusern, weil da spielt, ich sage jetzt mal salopp formuliert, medizinisch die Musik. Letzte Frage an Sie, Herr Kurz. Sie haben gerade gesagt, die Wirtschaft, die kann das noch ein bisschen aushalten mit der Aussicht darauf, dass diese zum Teil lokalen Lockdowns ja dann auch immer wieder gelockert werden. Wie lange kann die Wirtschaft das aushalten? Wie viele auch kleine lokale Lockdowns oder große Quarantänen kann unsere Wirtschaft mit Blick auf dieses Jahr noch aushalten?
Das kann man jetzt nicht in Wochen oder Monaten festmachen. Es kommt ja auch dann darauf an, wie weit wir das vom Staat entsprechend abfangen. Auch hier sind natürlich die Mittel nicht unbegrenzt. Wir sollten uns auch nicht der Illusion hergeben, wir könnten jetzt Jahr für Jahr aus einem Füllhorn leben, was dann immer wieder durch Schulden aufgefüllt wird. Also auch hier muss man natürlich sorgsam mit den Mitteln umgehen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch nicht die entscheidende Frage. Wir stehen nicht vor einem Kollaps des Wirtschaftssystems, wenn wir jetzt noch einmal solche Maßnahmen ergreifen müssten. Aber ich kann meinen Vorrednern nur vollumfänglich zustimmen. Die Frage ist, die geklärt werden muss, brauchen wir diese Maßnahmen überhaupt? Und da wäre es sicherlich auch immer ratsam, vom Beispiel anderer Länder zu lernen und vor allen Dingen eben hier die Datenlage in Deutschland zu verbessern. Ich darf das vielleicht nochmal sagen, wir haben bereits im April 2020, also gleich zu Beginn der Pandemie, empfohlen, dass wir eine repräsentative Stichprobe ziehen und die dann eben auch kontinuierlich beobachten über die Bevölkerung, um das Pandemiegeschehen tatsächlich zu erfassen und nicht von den vielen Zufälligkeiten immer wieder getrieben zu werden. Und deshalb wäre es eben wirklich wichtig, an den Daten zu arbeiten. Das ist jetzt nichts, was kurzfristig vermutlich gelingen kann, aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Wir sind jetzt schon wir gehen jetzt bald in das dritte Jahr der Pandemie und ich kann nicht erkennen, dass sich an der Front, also bei der repräsentativen Datenerhebung, wirklich etwas Substanzielles verbessert hätte. Ja, das können wir auch nicht erkennen, Herr Professor Kurz. So kann man kein Wirtschaftsunternehmen führen, oder? Nein, so würde man das nicht führen. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, sondern das liegt eigentlich auf der Hand und es ist wirklich bedauerlich, dass wir das nicht geschafft haben. Und das kann man eben jetzt nicht nur mit mangelnder Digitalisierung und dergleichen erklären. Da macht man an sich einen viel zu schlanken Fuß. Hier geht es eben auch darum, was wollte man eigentlich was hat man sich zugetraut? Und hier würde ich mal sagen, hat man sich vielleicht zu wenig zugetraut. Scharfe Kritik vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Danke, Professor Stefan Kurz. Scharfe Kritik an der Bundesregierung und gleichzeitig von unserem Expertenrat ein klarer Auftrag für die Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag mit Blick auf neue Quarantäneregeln. Vielen Dank an unseren Bild-Expertenrat hier bei Bild Live. Gerne. Sehr gern. Gerne. Und jetzt schauen wir mal auf die aktuellen Zahlen, die das RKI heute Morgen herausgegeben hat. Omikron könnte ja der Übergang zur Endemie werden. Also das heißt, das Virus mutiert zu einer Erkältung. Und das wollen wir uns einmal genauer anschauen, was das für uns alle bedeuten würde. Jetzt also die ganz aktuellen Zahlen, die noch immer laut RKI, nicht wirklich das Bild widerspiegeln, die Corona-Situation hier in Deutschland ist. Dennoch, sie geben eine Tendenz vor, deswegen also jetzt der Blick auch hier auf die Karte. Ja, und eins sehen wir ganz klar an dieser Corona-Hotspots-Karte. Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, das färbt sich so langsam gelb ein, teilweise grün ein. Wir hatten einzelne grüne Flecken in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein. Und jetzt wird das wieder ein bisschen roter, vor allen Dingen da ganz oben, ne, in Schleswig-Holstein. Kreis Dithmarschen macht im Moment ein bisschen Sorge, da gibt es eine hohe Inzidenz. Unter den 10 Landkreisen mit der höchsten Zahl an Corona-Neuinfektionen liegen nun 3 Landkreise im Norden. Also es gibt Hotspots in Niedersachsen, im Landkreis Verden, in Bremen und in Schleswig-Holstein, Dithmarschen angesprochen. Weiterhin angespannt, das kennen wir bereits aus den letzten Wochen, ist die Lage weiterhin in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Ja, die Inzidenz lag deutlich niedriger vor 7 Tagen, heißt aber gar nicht, dass die Lage sich verschlechtert hat in der Zeit, sondern die Zahlen stimmten natürlich vor 7 Tagen auch noch weniger, als sie heute stimmten. Also es gibt da jetzt Verschiebungen über die Weihnachtszeit, das sieht man auch an diesem Fall Dithmarschen. Da gab es diese Disco-Veranstaltung vor Weihnachten, jetzt sind die Daten da, jetzt steigt die Inzidenz, jetzt färbt sich die Karte wieder rot ein, also das ist das, was wir Ihnen zu bieten haben im Moment. Ganz wie sieht es in den Krankenhäusern aus? Genau, sind die Krankenhäuser eben gerade auch noch mal von Dr. Gassen gesagt, das ist eigentlich der Wert, der zählt. Der zählt vor allem deshalb, weil sich daran ja auch die Maßnahmen hier in Deutschland orientieren. Deswegen heute der Blick auf die Krankenhäuser. Die Krankenhausinzidenz in Deutschland, die liegt heute bei 3,12.
Am Montag jetzt zum Vergleich hatte sie noch bei 3,62 gelegen, ist also leicht gesunken. Nur zum Vergleich, den höchsten Wert, den hatten wir um die Weihnachtszeit 2020. Da lag der bei rund 15,75. Und da schauen wir jetzt einmal auf die Deutschlandkarte, wie es so aussieht. Das ist ja gestaffelt, ein Wert ab 3, ein Wert ab 6, ein Wert ab 9. Und daran orientieren sich dann die Maßnahmen. Ganz klar ist, je geringer der Wert, desto offener, desto freier kann man leben. Das sind die Gebiete, die hier grün eingezeichnet sind, wo der Wert unter 3 liegt. Also beispielsweise Bayern und Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Und dann sehen wir in den Osten Deutschland, da wird es dann gelb, orange und Thüringen, der höchste Wert mit 9,86.